Guten Morgen Hans oder Klaus oder Detlef, keine Ahnung. Guten Morgen an die Zuschauer und wir machen weiter. Ich hole mir noch einen Angestellten. Kann ich gar nicht. Wieso kann ich das nicht? Selbstbedienungskasse. Okay. Einkauf abschließen. 330 von 400. Wo steht denn das? Benötigt Level 20. Ach, um Gottes Willen, Level 20 erst. Ich muss auch noch selber jetzt Kauf bezahlen. Ja, oh. So, wir räumen schnell ein. Preise habe ich schon kontrolliert. Ich hoffe, das ändert sich nicht wieder. Nicht, dass das mal wieder Theater gibt hier. So. Wasserflaschen habe ich. Habe ich auch alle schon geguckt. So, Wasser müssen wir auf jeden Fall bestellen. So, Wasser. Zweimal. Eier, auf jeden Fall Eier. Meine Güte. Bestellen wir schon mal. Okay, Wasser hätten wir noch da gehabt, aber ist egal. So, schnell die Eier rein. Dann würde ich sagen, Milch machen wir auch noch gleich. Und ich würde sagen, den Rest haben wir ja erstmal. Dann machen wir den Laden gleich auf. So, was haben wir hier? Brot. Und was können wir hier mit hinstellen? So, was haben wir hier? Spaghetti. Oh, die Spaghetti gehen weg, ey. So. Hier haben wir nochmal Borde. Hoffentlich trampeln die Leute nicht meine Kartons um. So, hier haben wir nochmal Eier. Obwohl wir da ja auch voll sind, wie ich gerade sehe. Level 20 erst. Meine Güte. So, was müssen wir noch bestellen? Öl, Müsli. Müsli zweimal, Öl zweimal. Guten Tag, die Dame. Dieses komische Supreme-Öl-Mehl oder was das da war. Machen wir auch gleich zweimal. Wie das von oben runtergeflogen kommt. Sieht schon nice aus. So, einmal Karte. $36,18. Einmal Karte. $57,97. Und einmal Wechselgeld. $1,78. Darf ich erstmal da wohin gehen? $25,75. Was hat Mehl? Nein, auch nicht. Oder das Mehl? Ja, hier ist das Mehl. Komm her. So. Jetzt müssen Sie ganz kurz warten. Wieder bin ich noch voll. Hier haben wir noch einmal das Mehl. So. So. Einmal Geld her, bitte. So, Sie kriegen zurück $5,65. Sie bekommen zurück nichts. Sie bekommen zurück $25,42. Und Sie bezahlen mit Karte $28,82. Danke sehr, der Herr. Beehren Sie uns bald wieder. So, Salz, Schoko, Spaghetti.
Achso, ich habe schon wieder zu viel gekauft. Na, ja, nun komm her. Immer laufe ich gegen diese Tür. Schon wieder. So, sie bekommt zurück nichts. Wir wissen aber schon, dass da noch eine Kasse ist, junger Mann. So, sie bekommt zurück 28 Cent. Sie bekommt zurück nichts. Sie bekommen nichts. Was? Ah. 27,06 $. Ich habe Olivenöl nochmal wie doppelt gekauft, ne? Nein, will ich nicht. Komm. Nein, auch nicht. Wo ist der Reis? Da ist der Reis. Langsam ist es wieder ein bisschen unübersichtlich hier mit den ganzen Kartons. Jetzt schmeiße ich den Schokokarton einfach mitten in den Kaufladen. So, hier haben wir nochmal das Öl. Okay, jetzt brauche ich schon wieder... Ich werde morgen Regale kaufen. Und in jedes Regal, keine Ahnung, mindestens viermal so einen Karton reinkloppen. Das ist ja Wahnsinn, man kommt ja gar nicht mehr hinterher hier. So, danke für die Karte. Das sind $11,76 für das gute Öl. Danke sehr, das macht $60. Da finde ich es sehr schwer in Ordnung. 98, danke sehr, die Dame. Und sie wird einmal Zucker, okay. Für genau $6. Das ist blöd, dass ich dieses Regal nicht so in der Kontrolle habe hier. Aber da scheint noch genug drin zu sein. Käse auch noch genug, ja. Zuge. Supreme. Oh, schon wieder dieses Supreme-Mehl ist alle. Meine Fresse, was kaufen die denn dieses geile Mehl? Ja, dieses gute Mehl meine ich, das geile. So, danke sehr, die Dame. $29,59. Ja, ich weiß. Muss doch gerade dieses Mehl kaufen, kannst du kein anderes kaufen? 20, 30. Danke sehr, die Dame. Ich hätte die zweite Kasse nicht kaufen dürfen. Ich hätte die zweite Kasse nicht kaufen dürfen. Dann hätte ich mehr Zeit gehabt zum Einräumen. Guck mal, das Salz ist gleich alle. So. Und es ist 21 Uhr. Okay, dann bedienen wir nur noch die, die jetzt da sind. Und dann ist Schluss. Nein, ich habe ja Salz da. Ach Mist, ich habe es noch nicht eingeräumt. Okay, hier ist nochmal Salz. Ach Mist. Reis. Hallo, die Dame.
Na, zum Schluss nochmal ordentlichen Einkauf gemacht. Das ist sehr schön. 89. Bitte sehr, die Dame. Beenden Sie uns bald wieder. So, guck mal, der ist schon wieder mit. Ich habe gerade aufgefüllt und schon wieder das ganze Rice weg. Was war das hier? Achso, das ist das hier unten. So. Supi. So, ich würde sagen, wir rechnen mal ab den Tag. Dreimal nicht gefunden, aber wenigstens war nichts zu teuer. Super, das freut mich. So, jetzt müssen wir erstmal alles wieder einsortieren. Nein, wisst ihr, was ich jetzt mache? Kann ich mir die Erweiterung kaufen? Könnte ich mir kaufen, aber na, ist ein bisschen teuer. Wie mache ich das am besten? Ich würde ganz gerne die Regale Rücken an Rücken stellen. Aber da muss ich immer rumlaufen, ne? Da kann ich noch weniger gucken. Nee, ich glaube, das kann ich erst machen, wenn ich zweiten Angestellten habe. Ich glaube, vorher geht das nicht. Ich werde mir aber... Oh Mann, wie viel Öl habe ich denn gekauft? Ich werde mir aber noch ein Regal hier hinstellen. Warte mal, Öl. Okay, das sortieren wir gleich ein. Passt das? Nein, passt natürlich wieder nicht, war ja klar. Ach, warum nehme ich erstmal das offene? Schoko. Okay, reicht auch nicht. Was haben wir hier noch? Ein offenes Schoko. Gudi, ich kaufe mir noch ein Regal. Lager werde ich mir noch nicht kaufen. So, ich kaufe mir gleich zwei Regale. Geh mal weg, Deppel. So, nun komm. So. So. Jetzt überlege ich mir das, ob ich eine ganze Reihe immer für eine ganze Dings mache. Wie zum Beispiel. Ne, und das kommt dann zum Beispiel hier rein. Ich denke mal, so werde ich das tun. So, guck mal, so. Das dauert jetzt einen Augenblick natürlich. Was ist das? Spaghetti. Machen wir genau das gleiche. Fangen wir hier an mit Spaghetti. So, dann holen wir uns die hier oben raus. Und knallen die hier gleich mit rein. Was haben wir hier? Spaghetti. Die knallen wir dann hier gleich mit rein. So, und dann kommen wir nämlich gleich nochmal Spaghetti. Was ist hier drin? Ne, da ist das Supreme Mehl. So, da oben noch mit dran. Und hier haben wir nochmal den Rice. Den kloppen wir hier gleich mit rein. Natürlich blöd, ne? Bei dem ist es, da haben wir es natürlich nicht. Da bräuchten wir theoretisch noch zwei Regale, damit wir dann auch noch hier mit dem auch so machen können. Ne? So, was muss ich jetzt bestellen? Zweimal Schoko. Das machen wir mal jetzt, damit wir wirklich, ach Quatsch, da werdet ihr nämlich mal testen, ob wir nachbestellen müssen, wenn wir hier rein komplett damit voll haben. Ich habe schon wieder Schoko bestellt, ich trottel. Dabei habe ich doch hier noch genug. Oh. Was mache ich bloß mit meinem Geld? Aber ist egal. Es läuft ja nicht weg. Komm her. Okay. Gut, Schoko ist einmal komplett voll. So, dann können wir das erstmal nehmen. So, was haben wir hier? Hier haben wir das Öl. Okay, Öl sind wir auch voll. Muss das mal gleich sortieren.
Okay, dann muss ich halt nur das Regal hier vorne im Auge behalten. So, hier haben wir das Zeug noch. Da sind wir voll. Hauen wir das hier noch mit rein. So, dann hauen wir das hier noch mit rein. Okay. So, komm her. Gut, dann haben wir das auch voll. Aber ich denke mal mit den Kältedingern muss ich das auch mal machen. Obwohl, die werden ja eigentlich nie leer, ne? So wie das aussieht. Ne. Ne, die werden nicht leer. So. Ich will erstmal auffüllen, bevor ich den Laden aufschmeiße. Aufmache meine ich natürlich. So, Brot ist auch voll. Ah, Wasser. So, jetzt gucke ich lieber nochmal nach. Vorhin hatte ich nämlich auch geguckt wegen Wasser. Ja, das Wasser stimmt noch. Warte mal, das packen wir mal schön hier in die Ecke, damit das nicht stört. Das Ding schön oben drauf. So, Eier haben wir. Milch müssen wir noch. Und Mehl. Nudel. Habe ich wieder Mehl gesagt. So, und Milch. Na, nun komm. Ich sag mal, dann kann ich schon aufmachen. Ach, ich sehe gerade, ich muss noch Käse nachbestellen. Aber ich würde sagen, wir machen den Laden schon mal auf. Das Supreme-Mehl müssen wir auch nochmal nachbestellen, sehe ich gerade. Schade, dass an den Seiten kein Bild drauf ist. Das finde ich ein bisschen blöd. Das wäre nicht schlecht, wenn da auch noch ein Bild drauf sein würde. Dann könnte man das besser sehen. Oh! Kaffee! Güte. Ist das nicht gesehen? So, stimmt der Kaffeepreis noch? Yep. So, Tee können wir auch gleich nochmal nachbestellen. Okay, Kaffee ist voll. Okay, hauen wir hier gleich mal drauf. So. Kleinen Moment. So. Danke sehr, der Herr. Genau, $5. Danke sehr, die Dame. Sie kriegen $19,85 zurück. Ne, das waren die Nudeln. Stelle ich mal hier noch mit hin. Mensch, die Mutti kauft aber oft hier ein mit ihrem Arschgeweih. Der kommt so bloß wegen Eieieie. Meine Güte. $3,96. So, können wir das Ölchen wieder nachpacken?
Ja, können wir. Dann kann ich den Karton auch schon wegschmeißen. Nehmen wir mit diesem Öl. Kann ich das noch packen? Bitte, bitte. Nein, geht nicht. So, was haben wir hier noch? Schoko. Ah, das Schoko ist hier unten. So, haben wir das. Das Öl, glaube ich, können wir schon... 9 bitte. Ja, geht auch gut. So, Level 13 sind wir erst. Also können wir immer noch keinen neuen Eingestellten anstellen. So, Spaghetti will ich einmal nachkaufen. Kleinen Moment bitte. Na. Danke sehr, der Herr. 42, 65. Beenden wir uns bald wieder. Und hier nehmen wir einmal 22,42 $. Danke sehr, der Herr. Beenden wir uns bald wieder. So. Zum Glück hat der Bestellladen den ganzen Tag geöffnet. Dass wir hier rund um die Uhr bestellen können. Kleinen Moment bitte. So. So, sie bekommen nicht zurück. Was? Nein. Ach Mann, ich habe mich so gefreut, dass ich alles habe. Dann fehlt doch wieder was. Mann, lass mich doch mal durch hier. Diese olle Scheißtür. Ich reiß die mal auseinander. So, was hat denn der Mailpreis? Okay, der Mailpreis stimmt, ne? Warte mal, mal Licht an hier. Wird dunkel. Mensch, ich hab doch alles gekauft. Sag mal, kaufen die das Mail so schnell weg wie die Bekloppten oder habe ich das wieder vergessen? Ja, das Mehl steht im Regal, die müssen mal gucken. Kann doch wohl nicht wahr sein. 2,08 $. Danke sehr, der Herr. 33, ob ich auch noch mal einen Tag hinkriege jetzt, wo nichts Gutes kommt. Nee, 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 nee. Deswegen sage ich ja, ich muss unbedingt noch, ich brauche unbedingt noch Regale. Dass ich wirklich... jeden Artikel einmal in 4 Regalen drin habe. Also hier in 4 so eine Abteile. Zumindestens jetzt, wo es noch, ich sag mal, übersichtlich ist mit denen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass also irgendwann mal so viele Artikel auf dem, im Regal liegen habe, dass ich mir gar nicht hinterherkomme. Oh, oh, wenn man da die Lizenzen sieht. Was? Das gibt's doch nicht. Ach Mist! Die Uhr war schneller. Scheiße! Ah, die Uhr war schneller. 9,52 $. Danke sehr. Beenden Sie uns bald wieder. Ein Moment, Fatih kommt. Einmal Kaffee für 11,34 $. Danke sehr. Beenden Sie uns bald wieder. So, Schoko. Können wir das noch einräumen hier? Okay, geht nicht ganz. Hallo, der Herr. Sie bekommen zurück 16 Cent. Bitte sehr, danke sehr. Einmal Kaffee für 11,34 $. Danke sehr, beenden Sie uns bald wieder.
Ja, Mensch. Gut, dann würde ich sagen. Ach, Mensch, das mit dem Käse. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Wir müssten eigentlich. Wir haben hier 4 Artikel drin, ne? 1, 2, 3, 4. Hier habe ich ja 4 mal Wasser. 1, 2, warte mal. Eigentlich müsste ich noch. Wieso kann man den nicht verkaufen? Ich würde den gern verkaufen. Wie geht denn das? Ach, einpacken kann ich den. Oh, hör mal auf. Oh, was ist denn das? Das nervt ein bisschen. Ich würde gerne einen doppelten nochmal haben. Okay, ich würde sagen, das machen wir bei der nächsten Folge. Danke wieder fürs Zuschauen. Der Laden macht zu. Und wir gucken uns nochmal kurz an. Ja, achtmal nicht gefunden. Ach Mann, ey, das nervt langsam. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ich würde sagen, morgen versuchen wir mal einen ganzen Tag lang nichts Rotes zu bekommen. Ich danke wieder fürs Zuschauen. Wenn er dann morgen aufhat, kommt wieder rein. Bis dann. Ciao.